hast du? Ja, jedenfalls schon eine Gerbe, das ist eine Höhle. So, ich bin jetzt losgefahren, gerade eben in Schwäbisch Gmünd. Akku war am Start 70%. Wir sind jetzt 4 Kilometer ziemlich Stadt und bergauf gefahren und haben jetzt noch 64% nach 4 Kilometern. Ja, und jetzt fahren wir heute aufs kalte Feld. Das sehen wir von hier aus schon. Das ist hier Bahntrasse, das Kleberle. Habe ich euch im Video vorher schon mal gezeigt. Und heute ist ein herrlicher Sommerabend. Nicht mehr so heiß und schwül wie die letzte Woche. Also statt 35 mit hoher Luftfeuchtigkeit wird es so um die 30 oder 28 haben. Leicht zwindle und wunderbare Luft. Und das sieht man jetzt hier Hornberg, der kalte Feldrücke und der Stufe. Und da fahren wir heute hoch. Über die Bahntrasse und ja. Also hier sind wir jetzt wieder auf dem Kleberle und ihr seht wie immer die wunderschöne Aussicht und jetzt hier den Rechberg, also Teil der drei Kaiserberge, Hohestaufer, Rechberg und Stufe, und da fahren wir jetzt hoch über Reitbrechts Länglinge und da ist der geologische Pfad und da geht praktisch ein netter steiler Weg hoch und das zeige ich euch gleich.
Wir fahren dann, wenn wir auf dem Rechberg oben sind, rüber auf dem Rücken zum Stufen, dann weiter zum kleinen Schwarzhorn oder auf Schwäbisch auch Zuckerhütle genannt. Die Insider kennen das. Und dann fahren wir da um Schwarzhorn rum, fahren dann ins Christental hinunter Richtung Nenningen und dort dann hoch, ziemlich steil aufs kalte Feld hoch, um dann das Franz-Keller-Haus, Knörzer-Haus und die üblich verdächtige Attraktivität des kalten Felds zu sehen. Also, bis gleich! Mädlanger. Jetzt sind wir in Mädlanger. Also es war nicht Reitbrecht und nicht Lenglinger, sondern Mädlanger ist der Startort vom geologischen Pfad. Mit schönen alten Bauernhöfen oder auch neue Bauernhöfen. Das ist Gasthaus Stern übrigens sehr zu empfehlen. Christian Mack betreibt es. Da ist man sehr gut, kann draußen sitzen. Absoluter Geheimtipp. Geologischer Pfad, da geht's auf. Wir haben jetzt 8,4 Kilometer hinter uns und noch 59%. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir oben sind, wie viel Leistung wir abgeben haben. So, und das sind jetzt die Stationen auf dem geologischen Pfad. Da muss man natürlich in Ruhe hochlaufen, dann kann man sich das auch gucken. Dann sind wir jetzt beim Posidonienschiefer. Also man sieht hier alle Schichtformationen, die es so bei uns gibt in Süddeutschland. Vom Remstal unter angefangen bis hoch zum Rechberg. Also Remstal unter, ich glaube Schwarzjura, dann kommt hier Schiefer, dann Braunjura und oben auf dem Rechberg von den drei Kaiserbergen, das sind der Zeugenberge, ist dann die Weißjura, also dieser berühmte Kalkstein oben auf der Schwäbischen Alb, der extrem wasserdurchlässig ist und früher auch zu Wasserknappheit auf der Alb geführt hat, weswegen die Bevölkerung relativ armes Dasein in ein armes Dasein gefristet hat. Okay, fahren wir weiter. Bevor mich der Bauer da umfährt. Hier sind wir jetzt Übergang zum Mitteljura. Also da habe ich wohl gerade einen Quatsch geschwätzt mit Braunjura, aber vielleicht ist Braunjura ja auch der Mitteljura. Thank you.
Nächste Station, Eisensandsteinformation. Jawohl, das sehen wir auch. Wo ist mein Braunjura? Wenn sie abbaut. Wahrscheinlich hat er schlechte Einschaltquote gehabt. So, hier ist herrlich kühl. Frische Luft. Und da sehen wir schon jetzt den Wald von Rechberg. Station Wedelsandstein und Ostrin-Kalkformation. Wie gesagt, lohnt sich herzukommen, Hochlaufer oder E-Bike-Fahrer und studiere. Nicht schlecht zu wohnen hier, nette Aussicht. Aber im Winter hat es gern auch lang Schnee. Ich glaube, der schmilzt eigentlich gar nie. Jetzt sehen wir runter ins Vilstal und zum Hohen Staufen über. Jetzt fahren wir durch das. Durch den Ort Rechberg. So, jetzt sind wir aus dem Teilort Rechberg raus und nochmal der Blick aufs Vilstal. Und die schönen Wälder hier. Und da oben ist übrigens die Wallfahrtskirche Rechberg. Da habe ich auch schon mal einen Film gedreht. Und wir sind jetzt akkumäßig bei 52% nach 10 Kilometern und nach ordentlich Höhenmeter, die wir gemacht haben. Also ziemlich wenig Akku verloren. Und Äpfel gibt's auch bald ordentlich. Und da vorne sehen wir schon die Stufe. Da fahren wir jetzt weiter. Den umfahren wir. Und dann zum Zuckerhütle, also zum kleinen Schwarzhahn zu fahren. Und dann schließlich ums Schwarzhahn rum zum Reiter des Kapelle und dann ins Christotal. Aber das sehen wir ja gleich. Links nach Schwäbisch Gmünd, Straßdorf, rechts nach Göppingen und Donsdorf. Und man kommt so auch nach Degenfeld und Lauterstein. Rechts geht es übrigens zum Schürrerhof und zum Gestüt, fantastisches Gestüt Birkhof. Da drehe ich auch noch mal einen Film. Aber jetzt erstmal runter. Zum Stufen über.
Dahinter in der Ferne sieht man auch das Gestüt Birkhof. So, jetzt geht es Radweg Richtung Wendinger bis Goldinger und das ist aus Braunhäusle. Wir Waldstädter, ich komme ja aus Waldstädter, wir sagen auch Braunhof dazu. Ja, da geht es dann über zum Braunhof. Braunhäusle. Blick zurück zum Rechberg mit der Burgruine. Und dahinter, wo die Windräder sind, da ist der Hornberg. Jetzt sehen wir runter nach Schwäbisch Gmünd. Und ins Remstal. Wie gesagt, Schwarzjura. Dann über kein Braunjura fahren wir jetzt Richtung Stulfa hoch. Und wenn der Oberkoll Weißjura ist, dann gebe ich das auf, das hier kundzutun. Ganz dahinter ist übrigens Kirchheim unter Teck. Das ist der Alp drauf, der Schwäbische Alp. Sieht super aus. Der Stulfa, der hat übrigens echt Waldprobleme, weil da wird unheimlich viel Nadelwald künstlich angepflanzt vor 50, 80 oder 100 Jahren, keine Ahnung. Und der verträgt das Klima sowieso nicht, der gehört da auch gar nicht mehr. Und da seht ihr jetzt einen neuen Mischwald, der hier eigentlich herkehrt. Und das ist jetzt vor der Klimaerwärmung, war das vor allem Buche und Erle und sowas. Aber selbst die Buche hat jetzt Probleme durch die hohe Temperatur an der Schwäbischen Alb. Und wie wir alle wissen, in der Provence zum Beispiel wächst ja die Zwergeiche, ich hoffe die heißt so, die verträgt auf jeden Fall, wie die ganze mediterrane Gewächse, sehr hohe Temperaturen und Trockenheit. Also ich denke, das wird sich hier extrem umstellen, die Vegetation, die nächste 20, 30 Jahre. Da sieht man jetzt auch der hohe Staufer nochmal sehr schön und der Rechberg und dahinter, wie gesagt, die Kirchheim, die Teck Kirchheim. Und da vorne sehen wir dann über Göppingen eine Burg, Stauferburg, fällt mir gerade der Name nicht ein. Da geht der Weg hoch zum Stulfa. Das ist mir jetzt zu steil, ich will ja weiter zum Kaldofeld, aber das ist auch sehr, sehr schön da oben. Da schauen wir Vatertagsfest mit Musikkapelle. Da unten sehen wir die Straße nach Wisgoldinger und Wisgoldinger selber geradeaus. Wisgoldinger vor uns. Und das ist schon Wisgoldinger. Weil man kann ja bloß noch mit Stöck laufen. Ohne Stöck geht nicht. Wisgoldinger. Super schön gelegen. Ich muss jetzt links hoch. Vor uns sehen wir jetzt die Ausläufer vom Kalterfeld und wir sehen Zuckerhütle, das kleine Schwarzhorn, das ist der Hügel da ohne Wald und rechts daneben ist das normale Schwarzhorn. Und weiter rechts daneben ist Tanzbödele, das heißt auf Google Maps Tanzbödele. Da haben wir natürlich immer Festler gefeiert. Und dann ganz weit hinter der hohe Rücker,
ist der Heldenberg. Da drehe ich auch nochmal einen Film. Und links ist der Stufe. So, und jetzt bretter ich ein bisschen. Wenn ihr da mal fahrt, also ich habe Musik im Ohr, da läuft gerade Eminem, Monster mit Rihanna, passt irgendwie gerade super gut. Monster, wahrscheinlich wegen am Zuckerhütle, weil das so ein gigantisches Bergmassiv ist. Die kenne ich von früher. Ich kenne ja eh alle da vorne. Als Waldstädter. Ist ein Waldstädter auf dem Weg zur Vernissage. Und die hier baut die Vernissage auf. Jetzt hoffe ich, dass es frei ist. Nein. War nicht frei. Aufpassen. So, und jetzt sehen wir das kleine Schwarzhorn Zuckerhütle direkt vor uns. Ich fahre da nicht auf, aus Naturschutzgründen, muss ja nicht sein. Da laufen schon genug Prozessionen immer auf und zerstören die Grasnarbe. Große Gefahr von Erosion an diesem Bergmassiv der Schwäbischen Alb. Blick zurück zum Stufe und Wiskoldinger. So, jetzt fahren wir aufs Schwarzhorn zu. Der auch. Und links ist Zuckerhütle. Keine Besucher heute da oben. Es gibt aber auch keinen Klettersteig dann auf. Vor uns ist der Wald vom Kalter Feldhang. Von der Westseite. Zuckerhütle. Und links vom Kalter Feld ist der Hornberg. Da sieht man die Gebäude vom Segelflugplatz. Da kann man wunderbare Schnupperkurs machen für ein paar Euro am Tag. Am Wochenende darf man da fliegen, muss ein bisschen mithelfen. Macht riesen Spaß, sehr zu empfehlen. So, und jetzt fahren wir rechts Richtung Schwarzhornumrundung. Da hat es im Winter übrigens eine Loipe und einen Skilift da unten, wo es noch ein bisschen Schnee gehabt hat. Ist der letzte Winter leider ziemlich ausgefallen. Aber vor 4 Jahren war da richtig viel Betrieb. Da haben wir also von Januar bis März richtig gut Schnee gehabt hier. Da hat man also Kinderschickers abgehalten und man hat super langlaufen können. Es ist eine wunderschöne Loipe, abends mit Sonnenuntergang und schönem Schnee und blauer Himmel. Traumhaft. Da sieht man übrigens Bäume hier, also diese Kiefern, die gehören eigentlich gar nicht in diese Vegetationsstufe hier. Das ist Zeugenvegetation. Als nach der Eiszeit die Temperaturen nach oben geschossen sind, haben die sich hier niedergelassen und kalter. Aber es sind keine Aleppo-Kiefern, die ja typisch sind für sehr heiße Regionen im Mittelmeerraum, sondern ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber es sind Kiefern, glaube ich, auf jeden Fall. Sieht aber nicht wirklich gesund aus.
So, jetzt sind wir gleich am Westhang vom Schwarzhorn durch und fahren Richtung Kreuzung. Da ganz rechts zum Tanzbädele, geradeaus zum Heldenberg. Eine wunderschöne Umfahrung, die täte mir auch reizen jetzt. Aber ich will ja aufs Kalte Feld zum Franz Kellerhaus und zum Gnatzerhaus. Das ist das Tanzbädele übrigens. Aber wir fahren jetzt Richtung Christentalabfahrt und übers Reiterles Kapelle. Das zeige ich euch gleich. Da geht es links hoch aufs Schwarzhorn auf. Superschön. Geradeaus, wie gesagt, das kalte Feld. Da geht ein schöner Weg hoch. Aber für E-Bike. Und das ist Christental. Rechts. War kurz zu sehen, das Christental. Oh, die Bäume sehen schlecht aus. So, da rechts fahren wir noch hinunter ins Christental. Da kommt auch ein Radfahrer rauf. Also, er versucht es zumindest. Das ist sau steil. Und das Reiterles Kapelle seht ihr hier die Tafel. Und da oben ist das Reiterles Kapelle himself. Sieht irre aus, oder? Ja. Da geht's runter nach Tannweiler. Ich drehe um, weil ich will euch das Reiterles Kapelle zeigen. Links seht ihr schon ein Schild, da geht's hoch zum Gnatzerhaus, kalte Feld von Kellerhaus. Links geht's zum Christentalhof nach Donsdorf und Nenningen. Und ich fahre jetzt geschwind da hoch, um das Reiterles Kapelle echt zu zeigen. Das sind normal Wiesen voll mit Gülle. Auch schon abgemäht, deswegen kann ich da durchfahren. Und jetzt ein wunderschöner Blick finde ich aufs Reiterles Kapelle mit der uralten Eiche. Wir haben da früher einen Skilift gehabt. Da war, ist da oben die Bergstation gewesen. Also hier ist Reiterles Kapelle. Und geradeaus seht ihr den Weg zum Kalten Feld hoch zum Gnatzerhaus. Wunderschöner Weg. Und da oben, das ist der Reiterle vom Reiterles Kapelle. Und da hinten war früher der Skilift. Da war die Bergstation. Und das war der steilste Hang an der Schwäbischen Alb zum Slalom-Training machen. Und unten Schweiler Stoffel, Wallstadt und Schwäbisch Gmünd. Und links der Stufe. Und das ist immer noch das Conway Xyron SUV 2.9 mit 42% Akkustand nach 16 Kilometern. Okay, es wird jetzt schon ziemlich früher dunkel wie im Juni. Deswegen beeile ich mir ein bisschen, dass wir das Franz Kellerhaus und das Gnatzerhaus noch bei Sonne erreichen. Also jetzt, wie gesagt, fahren wir ins Christental. Ich muss aufpassen übrigens, die Räufe, das sind ja Straßenräufe,
die sind noch nicht so geländetauglich wie Stollerprofil, aber haltet sich eigentlich ganz prächtig. So, jetzt lassen wir es laufen. Rechts ist Sandspedale. Übrigens höre ich gerade ZZ Top Collision und die Situation hat immer Potenzial zu einer Collision, ist aber ja wieder gut gegangen. Vor uns der Helderberg gegenüber, Grischetalhof. Ganz super ist hier, sind natürlich die Hagebutte. Das ist ein Traum. Die sind nicht ganz reif. Die haben wir uns früher ja in der Krage hinten reingekippt. Das war ein herrlicher Juckreiz. Also herrlich für den, der es reingekippt hat, der das gekippt hat und war nicht schön. Aber echt typisch war hier Hagebutte. So, jetzt noch ein paar Bilder, weil arg viel. Warte jetzt nicht hier filmen, weil leider ist meine Batterie, mein Akku jetzt ziemlich leer. Ah, Zwetschge hat es dann. Akku 38% nach 20 Kilometern. Jetzt geht's der Berg auf. Und mit dem Fully kannst du natürlich super über diese Schwelle drüber fahren, die Rägeabschweller. Das ist echt auch ein Sicherheitsaspekt, weil die Räder sind absolut sicher in der Führung auf dem Untergrund. Also so ein SUV Fully ist nicht bloß Komfort, sondern auch Sicherheit. Schon Träufer, Fahrwerk, Fahrrad und der Körper vom geplagten Fahrer. Da ist Weißjura-Gestein, kein Braunjura. Und jetzt geht es durch den Wald. So, jetzt habe ich doch nochmal eingeschaltet, weil das ist jetzt doch interessant zum Filmen. Da geht es ordentlich rauf jetzt. Und das mit einer Straßenreife ist echt ein Test, wie geländegängig das ist hier. Also weit über der Lenkerbeuge, weil das Vorderrad kommt relativ schnell hoch und einfach Gewicht auf der Lenker, dann passt es. Hat gut geklappt. Das war mal ein Wegweiser. Ja, super schön, oder? Wow! Ist das nicht toll? Da unten sieht man also nach Nenninger kommt Winzinger Weißerstall
und später Donsdorf. Wenn ihr da mal wandert, das sind wunderschöne Wege in dieser Heidelandschaft. Ich drehe jetzt um, weil ich will ja weiter zum Kalterfeld und zum Franz-Keller-Haus, zum Gnerzer-Haus. So, jetzt sind wir auch schon oben und da sieht man die Sprungschanze von der Degenfelder Supersportlerin, Olympiasiegerin. Oh Panne, mir fällt der Name jetzt nicht ein, so schnell geht es. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit oben. Man sieht aber auch die Sonne. Klar, kein Thema, es wird nicht Nacht gleich. Trotzdem wäre die Schatten ganz schnell länger. Da ist es super bänglich. Da fahre ich jetzt gar nicht mehr auf, weil ich weiter muss. Das finde ich gut, das ist alles gute Wege zum E-Bike-Fahrer. Da macht man auch keine Grasnarbe kaputt. Jetzt sieht man die Schanze noch mal schön, gell? Den hätte ich mir nie runterkriegen. So, ich glaube, ich muss dann auf. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also die SRAM GX schaltet echt super, auch unter leichtem Druck hörst du gar nichts. Wenn du mal verschaltet hast, passiert auch nicht viel, sie schaltet sauber und es tut dir nicht so arg weh. Jetzt sind wir ziemlich weit oben. Ein toller Wander. Parkplatz hätte ich beinahe gesagt. Ein Grillplatz. Und da oben wieder diese Zeugervegetation. Schöner Abend. Jetzt will ich mir bloß der andere nicht verfahren. Ich fahre mal da weiter. Vom Gefühl her geht es da zum Franz-Keller-Haus. Da hat so ein Waldkünstler übrigens. Krass, oder? Wow. Toll gemacht, oder? Und da ist ein Bär. Toll, dass es auch noch niemand geklaut hat. Ich fahre jetzt mal an dem Bär vorbei, weil da bin ich eine Zeit lang zum Joggen gegangen und bin da entlang und kam dann auf eine schöne Lichtung zum Franz-Keller-Haus. Und da wohnt der Waldkünstler. Es sind noch viel mehr Skulpturen. Das sind die berühmten Steinhäuser vom Kalterfeld, aus denen auch das Gnerzerhaus und das Franz-Keller-Haus gebaut sind, mit Holzvertäfelung. Weil das Baumaterial ist da und Männer als Kinder in den
kleine Haselnusswäldler. Da liegt die Steu ziemlich lose herum. Da haben wir kleine Häusler gebaut. Da war vielleicht sieben oder so. Da seht ihr das. Im Unterholz darunter sind lauter Kalkstäue, kleine Stäule. Das ist jetzt diese Lichtung, die ich gemeint habe. Rechts kommt man von Bernhardus, links von Nenningen rauf. Und das ist jetzt ein wunderschöner Weg durch die Heidelandschaft. Ich darf da fahren, weil ich glatte Reifen habe, keine Stolle und null Drift machen oder Beschleunigungsorgien oder Manuals oder was weiß ich. Einfach ganz entspannt durchfahren. Also ich muss mal schön da anhalten, das ist doch der Hammer, oder? Das ist der absolute Hammer. Vor allem abends, wenn die Sonne so schön flach reinkommt, sieht man das Gras so schön. Und da vorne sieht man schon die ganze ätzende E-Biker, die da jetzt grillert und Würstler bratet und was weiß ich alles. Und das, was ihr da seht, das sind alles Silberdistler. Natürlich unter Naturschutz. Nee. Ist was anderes. Nee, oder doch Silberdistler? Das sind riesengroße Silberdistler. Ich kenne sie eher kleiner. Früher waren wir jeden Sonntag Familienausflug gnadenlos hier rauf, Rucksack vollpackt mit Vesper und mit Würstler und Bauchbrot, und da hat man hier Würstlerbrote und gegessen. Das riecht schon herrlich. Bloß das Feuer ist herrlich. Und dann ein Heilbacher dazu. Und da kommt das Würstle auf den Haselnussstecker, genau. Oh, das ist lecker. Das sieht lecker aus. Und geschlitzt auch, gell? Das, Entschuldigung, ist an dem Weg, gell? Das ist eine echte Delikatesse. Wenn es fertig ist. Das ist gnadenlos gut. Wenn es fertig ist, dann ist es. Und ein Halbacher dazu. Nein, das ist kalter Feldtee. Das ist kalter Feldtee, das ist kein Bier. Bitte? Das ist kalter Feldtee. Das ist kalter Feldtee? Ja. Gibt es das noch? Ja. Ich kenne es von früher noch, ja. Und das gibt es tatsächlich noch. Ja. Genial! So, jetzt gibt's ein Bildle. Genau. Ah, das ist ein Filmle. Jetzt hoffe ich bloß, die Kamera schmilzt nicht. Und dann fängt es an zu pratzeln, gell? Jetzt guckst du mich mal an. Hä? Jetzt guckst du mich mal an. Geiger. Ja.